Was geht ab, Freunde? Ich reagiere heute auf eure Sommer-Outfits. Also ich habe gesagt, sendet eure Sommer-Outfits in den Discord und ich bewerte die jetzt. Und ich bin gespannt, was ihr so anzieht diesen Sommer. Ich habe selber noch nicht so ein richtiges Sommer-Outfit angehabt, weil ich bin ehrlich, es schien noch nicht so oft die Sonne irgendwie, ja? Vor allem in letzter Zeit war sehr viel Regen. Ja, lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch diese Outfit-Battles gefallen. Und abonniert den Drittkanal. Die ersten, die reingesendet haben, haben ohne sich selber zu zeigen reingesendet. Und ich muss sagen, Hose vom Pegador, 40 Euro, T-Shirt 25 Euro von Snipes. Das Outfit ist auf jeden Fall, fangen wir direkt an mit einem Arsch-Outfit. Also es ist richtig Arsch. Bro, die T-Shirt, du hast nicht mal angezogen. Dann ist auch noch beides komplett zerknittert, Bruder. Das Arsch, dick Arsch. Also es kriegt von 10 eine 2 von 10. Mhm, okay. Die 10 Euro von H&M, Hose von Only & Sons 30 Euro. Schuhe 105 Euro, New Balance und Tasche 15 Euro bei Zara. Digga, sein Outfit geht so viel steiler. Ich muss sagen, das T-Shirt passt halt gar nicht zu den Schuhen. Dafür schon eher zur Hose, muss ich sagen. Also so, aber in dem Alter, Digga, hat man auch nicht verschiedene Schuhpaare. Da hat man so ein Schuhpaar. Aber wenn ihr in dem Alter seid, wo ihr so ein Schuhpaar habt, vertraut mir, holt euch schlichte Schuhe. Also komplett weiß einfach. Oder komplett schwarz. Eins von beiden. Auf Ernst, das ist das Cleverste. Dann könnt ihr, wenn ihr mehrere Schuhe tragt, auch so zum Beispiel mit so blauen Akzenten holen. Weil dann wäre es halt nicer, wenn die Hose zum Beispiel auch weiß wäre und das T-Shirt irgendwie mit blauen Akzenten. So würde ich dem Outfit eine solide 4,5 von 10 geben. Ist auf jeden Fall schon viel besser als das hier oben. Ne? Okay. Machen, Bruder. Original, man sieht absolut gar nichts, Nikotina. Gar nichts. Es ist gegen das Licht. Es ist komplett dunkel. Deine Sachen sind dunkel. Das Einzige, was man sieht, sind deine Schuhe. Adidas Superstar in Rot. Bruder, Arsch, Bruder. Mann. Jorts, Hose H&M, 35 Euro. Schuhe Adidas Originals Forum. Ich wusste es. Und Zipper 40 Euro. Das Outfit kriegt eine 3 von 10 Max, Bro. Das ist echt Arsch. Also Adidas Superstars gefallen mir generell nicht, aber man kann die gut kombinieren. Aber Bruder, ich sehe halt erstens nicht. Zweitens, das sind dunkle Sachen, die passen gar nicht zu den Schuhen. Oh, oh mein Gott, Manni, was ist denn da los? Manni ist sogar Sub. Schuhe 990 Euro. Das sind Louis Vuitton Trainers, Bruder. Boah, die sind sexy. Hose 80 Euro, T-Shirt 50 Euro. Kann doch gar nicht sein, das ist fake dann, ne? Muss fake sein. Parfüm weiß ich nicht. Ist das Tom Ford? Das ist Tom Ford, glaube ich. Digga, das Outfit, die Hose passt unnormal zu den Schuhen. Ich muss aber sagen, das Trikot ist ein bisschen fehl am Platz, ja? Das matcht nicht so krass zu dem darunter. Du hast ja aber Pluspunkte gesammelt, also war auf jeden Fall clever, das da hinzupacken. Trotzdem muss ich aber so das ganze Outfit bewerten und das ganze Outfit von mir kriegt eine 6,9. Also fast 7. Fast 7 von 10. Ich mag die Hose unnormal. Die Schuhe finde ich extrem geil. Ich würde mir die aber selber einfach nicht holen, weil, also Digga, jetzt gerade auf jeden Fall nicht. Vielleicht irgendwann, aber die sind jetzt gerade, haben die auch viele. Und die sind aber geil, aber zu teuer, Bro. 1K, Bruder, für Schuhe ist heavy. Das Parfüm ist geil, Tom Ford. Also ich habe nur Gutes davon gehört. Ich hatte es tatsächlich selber noch nicht. Und das Neapel-Trikot ist zwar fake, aber es passt nicht so gut zu dem Ganzen. Deswegen insgesamt eine 6,9. Guck mal, meine Mods sind so stark, Digga. 6,9. So, okay. T-Shirt, Nike-Brasil-Trikot. Oh! Was ist das für ein verrücktes Trikot? Ey, ich find's gerade richtig traurig, dass die Sachen keiner anhat. Ich würde die gern getragen sehen, aber so ist auch okay. Brasilien-Trikot. Boah, Digga, was ist das für ein Limited Edition? Das Brasilien-Trikot sieht unnormal sexy aus. Die Schuhe sind ehrlich gesagt nicht so meins, aber dadurch, dass sie schlicht sind, kann man die rocken. Die Hose passt extrem gut zu dem Oberteil. So cremig, leicht cremig, milchig. Die Kette, Goldkette, kann man dazu auf jeden Fall anziehen. Kreuzkette, das heißt, es ist Christ. Ich finde Kreuzketten auch sehr, sehr schön. Ich würde zum Beispiel auch Kreuzketten tragen, vom Aussehen her, aber ich bin halt kein Christ. Deswegen geht zum Beispiel nicht bei mir. Aber ich würde dem Outfit so insgesamt schon so seine 7,5 geben. Ist bisher das beste Outfit. Ist bisher safe das beste Outfit. Lil Key, stark gemacht. Bestes Outfit, 7,5.
Okay, der nächste. T-Shirt, Adidas-Trikot, 20 Euro. Plattenkette, 20 Euro. Oh, der, die ist echt weit, diese Kette, ne? Jogginghose, 50 Euro. Und Schuhe, Nike Air Max. Bruder, hä? Adidas-Trikot auf Nike-Jogginghose? Bruder, ich bin kein Hater, der, wenn du Nike-Hose, Schuhe anhast, also keine Adidas-Sachen an. Aber Adidas-Trikot, so random-ass Trainingsshirt auf eine basic Nike-Jogginghose, es ergibt gar keinen Sinn. Die Kette ist ganz okay, ist so meins, aber kann man bestimmt rocken. Passt halt nicht so gut zum Oberteil, aber ist nicht schlimm bei Ketten, finde ich. So Schmuck, Schmuck. Die Schuhe und die Hose passen Bombe. Alter, das ist so Arsch, das Oberteil dazu ausgewählt, dass die Kombi insgesamt so eine richtig lasche 2 ist. 2 von 10. Sorry, dass ich mich und meinen Vater nicht zeigen kann. Ja, besser ist, dass du dich entschuldigst, Spaß. Oh mein Gott, Digga. Ich sag dir ehrlich, dein Vater hat besseren Style als du. Dein Vater besser Drip als du. Bruder, was ist das für eine Hose, Bro? Was ist das für ein T-Shirt, Bruder? Wäre ich dein Vater, ich hätte das gar nicht anziehen lassen. Na, Bruder, so ein geiler Hintergrund, Vordergrund, aber diese Klamotten sind Arsch. Klamotten sind aber am Ende des Tages immer Klamotten, also vergesst das nicht, ne? Oh, wenn man kein Geld hat, um sich so nice Klamotten zu holen, dann ist das nicht schlimm. Dann sollte man sich nicht dafür schämen. Das Ding ist, ich muss jetzt hier bewerten, was gut aussieht und was nicht gut aussieht. Und das sieht safe nicht gut aus. Man könnte ja auch quasi für denselben Preis einfach ein Basic weißes Shirt holen, was jetzt nice sein. Guck mal, die Hose fände ich nicht mal schlimm, wenn das T-Shirt dann wenigstens komplett weiß wäre. Hier sind so zwei so ähnliche Muster, trotzdem leicht unterschiedliche Weißtöne, leicht unterschiedliche Muster. Das beißt sich richtig. Das Outfit ist eine 1 von 10, das ist der schlechteste, muss ich sagen. Oh mein Gott, Bro! Was? Das ist halt sehr, sehr basic, ne? Das Ding hat mich ein bisschen... Catch me off guard, Bro, das Bild. Das ist zu basic, das will ich gar nicht bewerten. Das ist einfach schwarz. Einfach schwarz, das kann ich schlecht was sagen. T-Shirt 0 Euro, Shorts 5 Euro, Klingenthal Schuhe, Bazaar 3 Euro. Oh mein Gott. Ernsthaft. Mhm. Schuhe, Jordan 4 Military Black. Ich hab die auch. Die sind im Hintergrund, oder? Da, hier oben. Ganz oben da. Hose 40 Euro. Ist eine Shorts? Ist sie hier auf oder ist sie so gefaltet? Ich glaube gefaltet. T-Shirt 80 Euro. Von was ist das T-Shirt? Review. Kette 0 Euro war geschenkt und Parfüm 40 Euro. Boah, stark. Starkes Outfit. Ich würde dem Outfit, warte mal, was hatte ich dem bisher besten Outfit gegeben? Habe ich das 7,5, ne? Ich finde das Outfit stark. Ich muss sagen, es wäre noch extrem nice gewesen, hättest du jetzt noch irgendwie anders noch so einen Pinkton mit drin gehabt. Ah, geht halt schlecht, ne? Basic Schuhe, Jordan 4er Military Black, die Hose. Und ich muss sagen, T-Shirts mit Pinktönen drin finde ich unnormal schön. Also ich würde dem Outfit tatsächlich auch eine 7,5 geben. Also es teilt sich jetzt Platz 1 mit dem Brasilien-Trikot. Super. So. Schau mal, Bruder, derselbe Witz nochmal, Bro. Zieht euch eure gottverdammten T-Shirts an. Aber ey, meine Jungs sind gut gebaut, ne? Stark. T-Shirt 15 Euro, Hose 35 Euro, Schuhe 120, Socken 10. Er hat seine Socken dazugelegt. Er hat einfach seine Socken dazugelegt. Hätte geschenkt bekommen. Ja, kann man nichts mit falsch machen. Also ist full basic. Die Hose hat eine andere Farbe drin. Das würde jetzt zum Beispiel unnormal fresh aussehen, wenn er braun wäre. Also wenn er so Südländer wäre, Türke, Kurde, dann wird das ganz gut aussehen. Oder auch Brasilianer, keine Ahnung. Einfach so braune Hautfarbe, weil dann kommt Creme immer richtig, richtig schön. Und passend dazu ist es, glaube ich, sogar eine Goldkette. Das passt ohne, also smooth. Kriegt von mir trotzdem nur so eine 6 von 10, weil es ist jetzt nicht so ausgefallen. Oder es ist schon ziemlich basic. Es ist nur so einfarbiges Teil mit dabei. Aber sieht gut aus, ne? Pulli 40 Euro, okay. Hose 20 Euro, Bauchtasche H&M 20 Euro, Trikot von Freunden bekommen, Uhr zur Konfirmation, Kette Geburtstag, ich will nicht wissen, woher ihr das habt, Socken vom Freund abgezogen im Urlaub. Bruder, pack mal diese dreckigen Socken weg, Bro, Bruder, was ist das? Okay, hier kann man die Sachen nicht komplett erkennen. Ich finde eine Jeans zu einem Trikot an sich immer schön. Also Leverkusen-Trikot, Jeans. Ich finde das Leverkusen-Trikot jetzt nicht schön. Meine persönliche Meinung. Das sieht so, sieht nicht mal aus wie ein richtiges Trikot. Sieht so aus wie so ein Trainingsshirt ein bisschen. Der Sponsor sieht auch richtig arsch aus. Die Bauchtasche passt aber dazu.
Der Simper passt nicht so ganz dazu. Hast du so neue Farben einfach so mit ins Spiel gebracht, mit diesem Goldton. Wobei im Leverkusen-Logo ist auch so ein leichter Goldton. Ich hätte es jetzt gern angezogen gesehen. Wäre der Simper komplett schwarz, fände ich es ein bisschen besser. Kriegt von mir eine fast, ja, 5 von 10 bekommen. 5 von 10. Hose Snipes Outlet, 35 Euro. T-Shirt, keine Ahnung. Nice. Tasche, 25 Euro. Schuhe, 170. Kette, 40. Uhr 80, Regenjacke 60. Nee, die Regenjacke zu dem Outfit? Nee, Bruder, das ist eine Regenjacke, die trägst du beim Fußballspielen, Bro. Joana 9909, Dankeschön für den Sub im ersten. Nee, das ist nicht cool. Das ist kein cooles Outfit. Das ist okay, Bro. Aber die Regenjacke hat alles kaputt gemacht. Ich finde auch die Bauchtasche nicht schön. Die Uhr ist schön, guck mal, die Bauchtasche weg, die Regenjacke weg. Die Uhr, die Kette, das Shirt, die Hose und die Schuhe zusammen. Bauchtasche finde ich nicht schön. Und dann noch hier diese Regenjacke macht alles kaputt. Ich würde dem insgesamt, dem Outfit mit den Sachen, die hier liegen, nur so eine 3 von 10 geben. Mit den Sachen, die ich nur aufgezählt habe, wäre schon eher so eine 5,5. Kerko. Essentials Panda bei 25, Essentials Panda bei 27. Air Force 120 Nike 10. Nee, Digga. Also auch wenn es Original Essentials wäre, würde ich das nicht so krass fühlen. Also ist ein cooles Outfit, safe, aber da ist jetzt so nichts dabei gedacht worden. Weil obviously die Hose ist einfach das Stück zum Shirt. Das heißt, du hast eigentlich nichts gemacht, außer ein Set zu kaufen. Und das ist halt Arsch, Bruder, dafür kriegt man keine Punkte. Weißt du? Cooles Outfit, ist halt fake, ne? Muss man selber wissen, ob man so sich das kaufen will. Ich habe mir auch in Thailand ein Fake-T-Shirt geholt von Louis Vuitton. Das war aber der best Fake Market, den es gab auf der Welt. Deswegen war nochmal ein bisschen cooler. Ich würde dem Outfit jetzt aber nur so eine 4 von 10 geben. Du hast halt nichts gemacht. Oh! Oh mein Gott, Black Air Force Chat. Schuhe Air Force, Hose H&M, Hose 20, Trikot Bazaar 30 Euro, Socken 20, Tasche 30 Euro Nike. Ja, das Outfit ist gut. Das Outfit ist nice. Argentinien, ich persönlich mag es mehr, so Argentinien mit Weiß zu kombinieren. Aber das passt, weil die Trikotnummer und die Details auf dem Argentinien-Trikot sind sogar schwarz. Also passt das sogar echt gut. Kriegt natürlich einen Pluspunkt, weil Argentinien mit dabei ist. Und ich finde aber jetzt im Vergleich zum Bayer Leverkusen-Trikot, ist das Argentinien-Trikot eins, was man draußen auf jeden Fall viel besser rocken kann, weil es schöner ist. Wisst ihr, ich meine? Die Farben sind extrem schön. Das zu einem schlichten passt viel besser. Stellt euch mal vor, jetzt das Leverkusen-Trikot da. Wäre Arsch. Full Arsch sogar. Deswegen kriegt das Outfit von mir persönlich eine 6,5 von 10. Ist gut. More money. Ist das eine Schwimmkappe oder eine Mütze, Bro? Was zur Hölle? Die Hose sieht doch vom Fit ein bisschen komisch aus. More money T-Shirt. Guck mal, dieses More money Pink mit Grün. Das sticht sich ein bisschen, aber dadurch, dass das T-Shirt overall braun ist, passt das Grün dazu. Dann dazu aber schwarze Hose und schwarze Socken. Ist. Wenn die Mütze pink wäre, wäre besser. Wenn er einfach ein braunes T-Shirt ohne diesen pinken Details hätte, wäre besser dann zu grün. So gebe ich dem Outfit eine 4 von 10. Ja, ist auch zu basic. Polohemd, Jeans. Oh, sind das 97er? Was sind das für Schuhe? Wie heißen die? Haifisch-Nikes? Wie heißen die? TNs? Ja, wie heißen die? Einfach TNs? Nee. Einfach TNs, sagt man. Ich hab mir low-key auch so ähnliche Schuhe gekauft. Ich zeig euch jetzt die Schuhe, die ich gekauft habe. Für Urlaub. Ich hatte mir Schuhe für Urlaub geholt, Chat. Ich wusste ja, ich habe ja einmal on-stream ein bisschen so gekauft. Hab dann aber nichts gefunden. Okay, ich zeig euch jetzt so ein Outfit, was ich bei Zalando gekauft habe, okay? Ich hoffe, man sieht hier nirgendwo, wo ich das hingesendet habe. Okay. Okay, Chat. Das ist jetzt zum Beispiel ein Outfit, das habe ich für Urlaub gekauft. So, erstmal unten das Shirt. Seht ihr das? So ein Babestar-Shirt einfach. Seht ihr? Cooles Shirt. Dann dazu die Schuhe. Das war kein Contest, Bro. 95er. Dann die Cap von Dutch. Pink, weil es halt zu dem Outfit passt. Und dann noch Ed Hardy Jeans-Shorts. Alles zusammen. Ich finde Shorts nicer, die über die Knie gehen. Weil ich bin generell, also nicht wegen Islam oder so, ich bin ja kein Moslem. Ich weiß von Abu, dass man da die Knie nicht zeigen darf. Aber ich finde es einfach bequemer. Also ich finde, das sieht nicer aus. Wenn so eine Hose, eine Short so die Knie noch zeigt, ich finde, das sieht ein bisschen goofy aus. Ich fühle mich ein bisschen unwohl. Nicht, weil ich hässliche Knie habe. Hier sind meine Knie, Chat.
Sondern einfach, weil, keine Ahnung, Dicker, ich find's einfach schöner so bis hier die Hose. Bin ich dumm? Ja. Ist so, guck hier, hier sieht's von Weitem die Hose. Seht ihr? Ich find, das sieht fresher aus, Bro, als wenn das so über Knie gehen würde. Ja, yeah, das war jetzt ein Outfit zum Beispiel. Ich habe noch ein paar andere Sachen geholt. Zum Beispiel das Trikot hier. Das sieht cool aus. Flamengo-Trikot. Brasilianische Mannschaft, so auf den. Aber es ist halt nicht Brasilien, deswegen kann man supporten. Sieht cool aus. Okay, ich würde dem Outfit so eine 4 von 10 geben. Ich hätte jetzt 3 von 10 gesagt, nicht weil es hässlich ist, sondern weil es zu basic ist. Aber so die Schuhe haben dann mal so 4 von 10 rausgehauen. Die Uhr tickt mit VIP. Die Uhr tickt! Nein, schon. Zipper von H&M 40 Euro. Bruder, das ist oh mein Gott, Digga, das Outfit ist Arsch, Bruder. Fokussier dich ein bisschen mehr auf deine Outfit-Auswahl als auf die Clip-Auswahl, Bro. Tasche Kalkani von, oh mein Gott. Hose von Nike 30 Euro. Die passt halt gar nicht zum oberen, ne? Socken, Nike, Schuhe Air Force in beige. Komplett falsch, Bro, geschrieben, beige. Da kommt ein I und ein G und ein E. Egal. Rot für Hose, beige für... Und Übergang von Bottfriseur hier aus Stadt 25 Euro. Übergang sieht man nicht, Daniele. Aber das passt gar nicht, Bro. Auch dieses Chicago-Schriftzug zu der Hose, die Tasche. Wäre das jetzt hier Creme gewesen, okay. Aber... Hier ein weißes Shirt einfach zu. Top. Hättest du da ein weißes Shirt angezogen, ey, ist alles richtig gemacht. Aber so ist tot. Hier, ja, 3 von 10. Dieser Mitleidspunkt ist da. War ja wegen guter Clip-Kanal. Oh, guck mal hier. Oh, so, mein Gott, Bruder. Der kann besser kombinieren als ich. Weil komplett weiß unten, Sockenschuhe, clean. Pinke Hose, üss, sieht baba aus. Mit dem weißen Hemd, wo ein blaues Zeichen drauf ist, eine blaue Cap dazu. Der hat safe Bitches in den DMs, Chat. Safe viele Bitches. Oh mein Gott. Salah, wie langweilig. Bruder, es ist ein bisschen langweilig, das stimmt. Das kann man Minuspunkt zugeben. Aber dafür, für die Sachen, die er anhat, die Farbkombination geht nicht besser. Wisst ihr, wie ich meine? Unten weiß, eine pinke Hose, weißes Hemd mit blauen Details und genau in derselben Farbe eine Cap. Das ist hart. BWL Justus Fit. Na, Bruder, ihr hatet, weil er deutsch ist, auf Ernst. Er wird, so wisst ihr, ich meine, wenn er Kenneck wäre, wenn das so Pascha oder so getragen hätte, dann wären alle crazy gegangen. Ihr dürft nicht immer unsere deutschen Allmann-Brüder haten, ja? Dürft ihr nicht, sieht fresh aus. Er kriegt schon seine, er kriegt seine 7,5, ist echt gut. Okay, machen wir den nächsten. Schuhe 1100, Hose 200 bis 300, Oberteil 100 bis 200. Cortez oben, Essentials Hose und Travis Schuhe. Und dazu Puma Socken, Bruder? Willst du mich verarschen? Was? Raps ist ja egal, ob das Raps sind oder nicht. Cortez ist keine teure Marke, da könnte man sich das Ori holen. Wenn man sich Cortez Raps holt, feier, also ist unnötig, ja? Dann lieber ein bisschen sparen und dann das Richtige holen, weil ist ja nicht so teuer. Er sagt 1,1k. Die Schuhe kosten ehrlich 1,1k, wenn die real sind. Kann ja sein. Gib doch, er kann Reseller sein oder so, Chat. Gönnt ihm doch. Aber ich muss sagen, ich finde das Outfit nicht so gut. Guck mal, wir hatten jetzt gerade das BWL Justus Outfit, fand ich viel besser. Die Hose passt unnormal gut zu den Schuhen. Das Oberteil ist dann aber schwarz-weiß. Hätte er so ein cremes Shirt gehabt oder so, wird viel mehr knallen in meinen Augen. Das Outfit ist jetzt nicht schlecht oder so, aber von den Marken, von den Einzelpieces, geil. Von, Hamed immer übel ehrenlos zu den Outfits. Ja, Bruder, ich muss doch real sein. Ich kann, soll ich zu jedem Outfit sagen, ja, geil, das juckt doch keinen. Ich muss ja real sein. Wenn irgendwas geil ist, dann appreciate ich das. Wenn irgendwas kacke aussieht, dann muss ich auch sagen. Die Einzelpieces sind unnormal geil. Die Schuhe sind unnormal geil. Die Hose ist unnormal geil. Das Oberteil ist unnormal geil. Zusammen aber nicht so. Passt nicht so gut zusammen. Würde ich eine 6 maximal. 5,5. Regenjacken-Drip-Check. Und es regnet nicht. Und die Schuhe? Hallenschuhe? Nee. Gar nicht meins. Gar nicht meins. Gar nicht. 0,0. Passt auch, finde ich, gar nicht zum Ambiente. Also zu diesem Waldweg da. Da fehlt, wisst ihr, was fehlt? So ein Jack Wolfskin-Rucksack, so ein Pfadfinderstock und so braune Wanderstiefel und dann hätte es perfekt gepasst. Dann wäre so ein Pfadfinder-Drip. Dann hätte ehrlich perfekt gepasst. So, 4 von 10. Oh mein Gott, Bruder, Schüler von zehn Zeiten. Hose falsch rum hingelegt, ich schwöre. Was ist das für eine Bauchtasche, Bruder? Geh ohne raus.
Ohne Bauchtasche. Mann. Das Trikot brauche ich gar nicht zu sagen. Ich sag euch ehrlich, Hose ist normale Jeans einfach. Ach, also da, ich würde einfach nur mit Jeans rausgehen stattdessen. Ohne Ober, das bewerte ich nicht. Ich krieg keine Bewertung. Okay, wir haben hier ein TN. Dann darüber ist das. Warum fällt das so komisch auf die Schuhe? Nein, das ist ein Ding. Was ist das nochmal? Trackpants? Heißt das so? Wie heißt das nochmal? Gökanabi 66 donated 50 Bits. Gökanabi! Sarai-Möfener auf die 1. Gökanabi, Digga! Ich wollte schon sagen, Gökhan Abi stark. Abi, Zuschauer. Ich finde, die Kette ist, keine Ahnung, ich habe irgendwie krass das Gefühl, der Typ ist Russe. Bragademi. Das gibt mir so Russen-Drip-Vibes. Ich fühle das Outfit jetzt nicht so. Moncler ist eine Baba-Marke, aber dann dazu keine Jeans zu tragen, ist weird, finde ich, zu so einem Moncler-Shirt. Die Ketten und so sind nicht so meins. Schuhe sind cool, aber overall würde ich so 3 von 10 geben. Musst du kurz überlegen, Chat. Es sah so traurig aus auf dem Bild, ja? Outfit, ich finde das T-Shirt, fände ich cooler ohne diese Pünktchen. Scheiß nicht, Digga. Feier. Umut wird das jetzt feiern. Umut feiert das unnormal. Umut wollte, hat schon mal für Watte sowas vorgeschlagen. Ich so, nein, Junge, was willst du von mir? Nicht gefeiert. Die Schuhe passen eigentlich. Sind das orangene Socken oder gehört das noch zu den Schuhen? Ich hoffe mal, das sind orangene Socken, ich hoffe alles. Er hat orangene Socken an. Hä? Ich wusste nicht mal, dass man orangene Socken kaufen kann, Chat. Bin das ernst? Orangene Socken? Muss kurz was klären. Warte, ich guck mal, ob das Mädchen bei Tinder geschrieben hat. Sie hat noch nicht geantwortet. Scheiße. Es tut mir doch so leid. Girl, ich würde alles tun, dass du mir verzeihst. Ich weiß nicht, was sie... Ich geb ihm, T-Shirt ist... Wäre besser ohne diese Pünktchen und dann weiße Socken und dann wäre das Outfit cooler, aber ich muss es so bewerten. Socken komplett ohne Sinn, Bro. T-Shirt nicht so meins. Und dann bleibt nicht mehr viel übrig. Schuhe sind cool, passen sogar teilweise zum T-Shirt. 4 von 10. Üss. Ist zu basic bisschen, um das zu bewerten. Also es sind nur so Cremefarben. Creme sticht sich sogar ein bisschen. Creme, hellbraun. Das passt mit den Schuhen. Cap ist weiß mit Zacken drauf? Napoleon 3 Zack? Ist für mich eine 4 von 10. Ein Sterne. Messi-Trikot, Trapstar-Tasche. Boah, Trapstar-Tasche gibt mir so Düsseldorf-Kirmes-Vibes. Und eine Jeans. Die Jeans ist cool. Das Messi-Trikot Neon kann man auch rocken auf den. Man sieht aber, dass das fake ist. Also ist nicht schlimm, aber man ist halt schlecht gefaked. Und Trapstar-Bauchtasche. Aber das Outfit insgesamt ist okay. 4,5 von 10. T-Shirt 30 Euro, Hose 20 Euro, Schuhe 70 Euro. High Air Force? Weiß nicht. Sind das überhaupt High Air Force? Sind Air Force mit? Lol, noch nie gesehen, Bro. Also in Real Life. Ja, ist zu basic auch. So Chiller Outfit, wisst ihr, wie ich meine? Sieht aber nicht gut aus oder so. Also so random Pick einfach. So random Picks. 4 von 10. Oh mein Gott, Bruder, das hätte man löschen können, ja, der Arme. Hier haben wir Poloshirt mit Bauchhieb. Die Bauchhieb, finde ich, sieht vom Bild her nicht so nice aus. Die Hose sieht ein bisschen aus wie eine Arbeitshose, aber das liegt auch daran, dass hier unten so viel Dreck ist von dem ganzen Sand und so. Für Urlaubslook, sag ich persönlich, geil. Wäre aber geiler mit einer kurzen Hose. Sieht so aus, als wäre es zu warm für diese Hose. Wisst ihr, wie ich meine? Er hat Helm auf, glaube ich. Wenn das eine Mütze ist, auch nicht so meins. Ich feiere nicht so diese Nemo-Kappen. Aber ja, Ralph Lauren Latschen, H&M Cargo, Ralph Lauren Polo, Adidas Bauchtasche. Eigentlich hatte ich Jordan 4 vor Black Hats an, aber bei Quadfahren habe ich die ausgezogen. Ja, okay. Ja, okay, nice Outfit. So kriegt es von mir eine 5,5 von 10. Mach den vorher, der Arme. Was? Der ist jetzt eh weg. Ja, Bruder, ich hätte 0 von 10 gesagt. Wie? Mach den vorher. Hör aus Prinzip übersprungen. Oh mein Gott, gebt euch das Trikot. Versace Italien Trikot. Cortez Dinghose. Alter Bruder. Alter. Das ist vielleicht das beste Outfit heute. Das ist maybe das beste Outfit. Schuhe passen nicht. Natürlich, Bro. Weiße Schuhe hätten auch gepasst, aber komplett schwarze kannst du nichts falsch machen. Weiße hätten einen Ticken besser gepasst. Kriegt von mir eine 8,5 von 10. Ist bisher das weiß. Ich finde das Trikot unnormal schön. Ich glaube, das hat er auch von so einer Seite. Ich glaube, ich weiß gar nicht. Gibt es das Trikot wirklich? Italien-Trikots sind generell ja unnormal schön. Aber dieses Versace-Italien-Trikot habe ich auch schon einmal gesehen. Die Cortez-Hose ist unnormal sexy. Und die Schuhe auch. Also,
passt auch zusammen, die Hose vor allem mit dem Trikot. Die Schuhe kann man dazu auch auf jeden Fall anziehen. Ist eine 8,5 von 10. Einer schreibt mit, Bro, das Beste, was bisher reingeschickt wurde. Er schickt einfach Borussia München-Gladbach-Set rein. Ja, moin. Das ist auch zu basic, das ist einfach nur schwarz-weiß. Aber kann man auf jeden Fall nicht zu falsch machen. Sieht gut aus. Kann ich jetzt aber nicht bewerten. Nee. Sieht, also stimmig, er hat keine Schuhe an. Ist aber nicht so meins. Ich finde, es steht ihm auch nicht so. Wenn ihr wisst, was ich meine. Also die Farben stehen ihm nicht so. Jacke ist aber, also ist ganz cool, das Outfit. Ich will es jetzt nicht schlecht reden. Kriegt von mir so eine 3,5 von 10. Die Farbkombi ist cool, also es sind nur zwei Teile, ne? Farbkombi ist cool, aber ich will es jetzt nicht bewerten, Digga. Ganze Outfit. Bruder, zieh Durek an! Na, Bro! Na, Bro! Was ist das? Was ist das, Bruder? Was machst du da? Er hat Durek an! Digga, sein Ernst? Was? Oh! Dieses T-Shirt spricht mit mir, Bruder! Es hat ein eigenes Gesicht! Na, Bruder, vor allem, er hat drei Chicago Bulls-Teile einfach. Also, die Schuhe sind Chicago, also Chicago-Dings-Teile. Wisst ihr, was ich meine? Halt also diesen Chicago Bull-Vibe und Chicago Bull-Bauchtasche, Chicago Bull-Shorts. Von den Farben passt super, ne? Hier, zack, 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 Durek. Aber dieser Durek, Bruder, der macht einfach alles kaputt, Bro. Warum hat er einen Durek an? Digga. Er hat einen Durek angezogen. Uiss. Okay, jetzt das Problem ist die Farbkombi, weil die Jacke ist unnormal sexy, passt perfekt zu der Goya-Bag. Die Schuhe Vapormax auch cool, die Hose macht alles kaputt. Graue Hose hätte auch noch gepasst, der rote Schriftzug tötet aber, ja? Der rote Schriftzug tötet, Bro. So creme Goya-Bag, Digga, mit der Jacke ist schon sexy. Die Schuhe passen auch perfekt, dieses Rot drückt so dick. Das war eine potenzielle 8 von 10, Digga, es ist eine 6 von 10 geworden. Boah, Bruder, pack mal die Jacke weg. Pack mal die Jacke weg. Achtet mal nicht auf die Jacke, Chat. Die Schuhe passen perfekt zu dem Dragon-Trikot von Inter. Ich weiß gar nicht, ob das nicht vielleicht sogar, könnte sogar von Sisu sein. Die hatten auch mal so ein Trikot rausgebracht extra, ein Collab. Die Bauchi ist nicht so meins, aber passt auch perfekt zum Outfit. Kriegt eine 7 von 10, das ist ein W. W-Outfit-Chat. Inter auch immer nice Trikots. Die Jacke habe ich mir jetzt aber dabei weggedacht, weil ich muss sagen, das Outfit stimmt so gut mit überall ein. Ich hätte mir einfach mal die Jacke weggedacht. Hier haben wir einen Sub. Bruder, was ist mit, was sind das für... Begann, ich war ein anderer Mann. Ich schwör, ich würde es rückgängig machen, wenn ich kann. Es tut mir doch leid, ich bin doch bereit, mich so zu ändern, dass nur für dich diese Sonne scheint. Ich tu, was du sagst, genauso oh, wie du. Das ist ein richtiges Depri-Bild. Aber ich muss sagen, ich fühle den Vibe. Da chillen und grillen mit Jungs. Aber Bruder, hattest du so Hunger? Wo sind die anderen Hähnchenteile? Yo, hier ist noch ein Mini-Würstchen drauf. Obwohl, das ist schon ziemlich groß, das Würstchen. Auf den, das Würstchen ist schon nicht so klein. Also, so wisst ihr, wie ich meine? Das ist so schon okay auf den. Ich weiß, ich bin nicht schön, Hamid. Was könnte ich besser machen, Bruder? Bruder, du bist Player. Du bist vom Gesicht Player, Bro. Dein Outfit, ich weiß nicht, yo, die Hose bisschen breit. Aber hast halt einfach ein Shirt an, also ist auch nicht schlecht. Was könnte ich besser machen? Bruder, Basic Stil sieht gut, du siehst gut aus, Bro. Ich check dich nicht. Ich mag das auch nicht, dass du sowas schreibst, ja. Ich will, dass keiner von meinen Viewern insecure ist. Digga, ihr müsst euch denken, ihr seid die Geilsten. Ihr seid die Kings. Denkt niemals, ich sehe nicht gut aus oder so. Ich mag das nicht, also ich... Will ich jetzt auch gar nicht gut reden. Ich fuck das an dir ab. Fischkopf, Flurry 6 Donate. Du siehst gut aus, Bruder. Hör auf, dich selber geil zu reden. Bester Streamer, deswegen guter Beat. 9999. Nein, Fischkopf, Flurry, das ist der Bann. Das ist der Bann, Fischkopf, Flurry. 9999. Ich komm rein auf den Beat und ich zersäge. Deine Mutter kriegt jetzt Schläge. Ich geb ihr eine fette Faust, danach geht sie schlafen und sieht einen Santa Claus. Und er gibt keine Geschenke, er nimmt welche mit, weil sie ist so hässlich. Easy ausgemacht, Chat. Man kann mich nicht mehr dribbeln, ich kann das ausmachen. Erinnert mich, eine 5 am Ende wieder dran zu hängen. Oh no, Bro.
I don't like Kalkani Drip, Bro. Gib mir Schiedsrichter-Vibes, ehrlich. Gib mir Schiedsrichter-Vibes. TNs sind cool, Bruder, aber die. Das ist so. Kalkani ist nicht nice, Bro. Kalkani, ehrlich, nicht nice. Okay, jetzt müssen die Alerts wieder gehen, Mensch. Ja, nice. Ist clean. Graue kurze Hose, weiße Air Force, piekes Oberteil. Schönes Grün finde ich auch. Weißes Oberteil dazu, also T-Shirt drunter. Ist clean, ist jetzt aber auch nichts krass Besonderes. Aber ich finde, er ist schön gemacht. So eine Farbe reingebracht, so, die gewagt ist, aber trotzdem sehr schön aussieht, clean aussieht. 6 von 10. Aber nicht, weil es schlecht aussieht, sondern einfach, weil es so unspeziell ist. 6pm T-Shirt. Digga, ich check nicht, Bruder. Warum? Guck mal, angenommen, du hast jetzt nicht so viele Sachen von 6pm. Ich würde mir niemals ein schwarzes Basic-Shirt von 6pm holen. Und jetzt sage ich dir, warum. Du könntest dir easy eins mit besserer Qualität von einer No-Name-Brand holen, die nicht 6pm ist, und du hättest dein schwarzes T-Shirt. Und wenn du dir was von 6pm holst, dann würde ich mir eher was holen, was so ein bisschen spezieller ist. Was so ein Logo von 6pm richtig drauf hat. Oder so, so, so. Weil wenn du schon Geld ausgibst für eine Marke, dann hol dir keine, also ich fühle das nicht so, dann hol dir kein Basic-Stuff von der Marke. Das ist so, außer du hast unnormal viel Geld und willst generell nur Markenklamotten tragen, dies, das, Ananas. So würde ich mir eher so ein Basic-Shirt von einer anderen Marke holen, dies, das, Ananas. Und dann, sowas, wenn ich mir schon was von 6pm hole, an deiner Stelle jetzt, dann was Spezielleres. Maybe ändert dein Titel? Nee, scheiße. Schuhe sind aber cool. Also sind Elfer, ne, glaube ich, ja, Jordan Elfer. Hose und ist halt schwarz komplett, ne, kann ich hier schlecht bewerten auch wieder. Aber Schuhe sind geil. Nice Schuhe, Bro. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott. Vatos Locos, Bruder, weil ich will nicht eure Füße sehen, Bruder. Kalkani. Nein, Bruder. Warum gibt der mir die Vibes, als würde er gleich anfangen zu rappen, so wie Biggie oder so, der könnte singen. Und er könnte das hier singen. Was magst, mein Leben fängt neu an und dies. Es tut mir doch so... Oh mein Gott, Bro. Schuhe 130 Euro Snipes, Shirt 90 Euro Camp Nou, Hose 20 Euro, keine Ahnung woher. Passt, Digga, ist clean. Ist clean. Schöne Schuhe auch, Digga. 130 Euro, sehr cool. Was sind das für Schuhe? Das Jordan 1er? 130 Euro kosten die nicht mehr? Sind das Dunks? Nee, Dunks sind teurer. Das sind keine Dunks. 130 Euro, Dunks kosten doch keine 130 Euro. Das passt aber, das stimmt alles. Also das ist ein gutes Outfit, ohne Spaß. Auch Retail 130. Achso. Och, hä? Dunks kosten 130 noch? Die sind aber günstiger geworden dann, ne? Ich habe lange nicht mehr auf Dunks geachtet, weil ich finde, die sind ein bisschen ausgelutscht. Aber so früher waren die teurer. 250 so. 230. So haben Dunks gekostet. Na, 100%. Nein, immer so. Nein, niemals. Dann hast du erst auf Dunks geguckt, als sie schon zu krass im Hype waren. Die waren safe teurer. Boah, 2 Jahren, vor einem Jahr, eineinhalb. Kommt auf Colorway an. Nein, nein, basic, basic. Ich habe auch Samba-Dunks und so. Damals habe ich die sogar Retail angefangen. Ich weiß noch, da ist Bruder, der Reseller Hammer, let's go. Da waren die auch 230 oder so. Aber da sind die viel teurer auf weggegangen noch. Jetzt sind da, die Nachfrage nach Dunks ist so hoch. Die haben die safe günstiger einfach rausgehauen. Viel mehr produziert und so. Bruder, man sieht nichts, Bruder. Er hat Laptop-Tasche. Komplette Laptop-Tasche. Halbe Welt passt da rein, Digga. Und auch oben markiert, ja. Nee, das bewerte ich auch nicht. Das ist ein cooles Outfit. Ich mag die Shorts. Guck mal, die ist auch ein bisschen länger. Guck, ein bisschen über Knie. Bisschen über Knie, cool. Shirt ist cool. Ich mag die Farben. Bauchtasche, wenn das wirklich ein Rot dahinter an der Bauchtasche ist, die Arsch. Würde ich nicht anziehen. Weiß nicht, was Red Bull mit dem Outfit so zu tun hat, ne? Aber Emoji noch draufgeknallt. Er hat eine schwarze Brille an, top, man, nichts mit falsch machen. Das ist aber auch nicht speziell, 5 von 10. Oh, noch ein Durag, aber er kann tragen, er darf, Chat. Yeezy Slides, weiße Socks, schwarze kurze Hose, Creme Shirt, Prada Bag und Durag schwarz. Gut, gut. Keine gewagten Farben, aber trotzdem sehr clean. Also so von was Zurückhaltendem wäre das so eine 9 von 10, 10 von 10. Aber jetzt, weil wir Outfits bewerten und... Weil so ein Outfit niemals das beste Outfit sein kann, weil die Farben nicht so gewagt sind, kann ich dem so Max eine 6 von 10 geben. Aber es ist unnormal gut, ne? Kleid von Shein. So, ah, das ist das erste Mädchen, was wir heute bewerten. Kleid von Shein, Schuhe von Shein, Tasche von New Yorker. Bro, Mädchen holen so viele Klamotten bei Shein, ne? Ich finde das auch ernst crazy. Die bewerten sich so en masse, so richtige Müllsäcke voll mit Shein-Klamotten. Mm, das Kleid sieht aber gut aus.
Ich kann es jetzt nicht so leicht bewerten wie das, was wir von den Jungs gesehen haben. Sind das Schuhe von Schuhe sind auch von Shein einfach. Ja, diese sind so Yeezy Slides, oder? Shein ekelhaft, Shein Kinderarbeit. Ehrlich, Shein ist halt billig. Ehrlich, Shein ist irgendwie. Oha, wird gehatet gerade ein bisschen Shein. Aber das Outfit an sich, also jetzt ohne zu bewerten, von was das ist, sieht gut aus. Weil die Tasche zu den Schuhen super. Das Rot passt zu Schwarz. Passt auch zu ihrer Hautfarbe, finde ich. Also ein bisschen heller. Ja, sieht gut aus. Kriegt von mir, das Outfit kriegt von mir für ein Mädchen, wenn ihr sich jetzt so Mädchen-Outfits im Urlaub bewerten würde, haben so eine 7 von 10. Shein kommt. Anscheinend Shein aber Arsch. Hatte keine Ahnung, was ich anziehen sollte. Oder hat man ein bisschen gemerkt? Die Schuhe sind geil. Die Hose, Camouflage-Hose. Ich finde Camouflage-Hosen cool, aber dieses Camouflage, also dieses Muster, nicht so. Und dieses Brooklyn Nets-Ding geht so, ja. Ist eigentlich ganz cool, Bro. Kann aber sein, dass. Ich weiß, ich frage mich jetzt, ob ich das cool finden würde, wenn ich das an wem anders sehen würde. Wisst ihr, wie ich meine? Weil er ist noch ein bisschen jung. Er ist noch ein bisschen schmaler und so. Man muss immer so überlegen. Es geht. Es ist trotzdem nicht das beste Outfit für mich. Also es ist trotzdem kein W-Outfit, aber auch kein L. So kriegt eine solide 5 von 10. Ist so, wisst ihr, mittig. Sieht wie Winter-Outfit aus, aber bei dem Wetter. T-Shirt von irgendeinem Flohmarkt, Hose von Weekday, Schuhe Adidas speziell 110 Euro. Und noch Schmuck und so. Spezial. Was heißt denn Spezialschuhe? Oh, ja. Oh. Oh, gut. Gutes Outfit. Weil die, was er unter dem Shirt anhat, das passt perfekt zu den Schuhen. Der Cremeton passt zu dem Dunkelblau auch. Viele werden L schreiben, weil das ist sehr, sehr gewagt, das Outfit. Die breite Hose finde ich auch nice. Er hat seine Schlüssel dran gepackt, wenn es ein Schlüssel-Ding ist. Das habe ich auch manchmal gemacht bei meinen Shorts. Kriegt von mir ein solides 7,5 Outfit. Ist cool. Er hat recht, das Wetter ist ehrlich tot. Leider kein Sommer-Outfit, aber Wetter ist gerade ehrlich tot. Nee, ist gar nicht meins. Ich mag die Farbe auch nicht. Oh, das Bild sieht doch ein bisschen komisch aus. Ja, so ein bisschen düster. Beide, also ich mag die Jeansfarbe nicht. Dieses Türkis mag ich nicht so. Silberkette drauf geklatscht. Ist nicht so meins, mein Bruder. Maske? Ja. Ich glaube, da war einfach wer im Treppenhaus. Also ich hoffe es. Ich habe kurz in meiner Wohnung durchgeguckt, ich habe nichts gesehen. Außer im Bad. Wenn er jetzt was im Bad war, tot. Hose und T-Shirt-Set von Shein. Guck mal, schon wieder. Kette Shein, Handtasche Shein, schwarze Dunks. Über 100 Euro so bestellt. Boah, ich muss aber sagen, das Outfit ist sehr, sehr schön, ja. Also, Tasche sieht man leider nicht komplett, aber... Was mit der Tür? Junge, was wollt ihr mit der Tür? Tür ist zu. Er hört auf, mich jetzt mir Angst machen zu wollen. Der Griff. Ist zu, was wollt ihr? Also, ich geb ihr Outfit eine 8,5 von 10. Ich persönlich, das wäre so mein Typ Mädchen-Outfits. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn ein Mädchen so einen Outfits anhätte, also ich fände das nice so. Wenn ihr wisst, was ich meine. So Wife Material Style. Safe Vermieter. Der Griff war unten. Die Tür war ehrlich auf. Es ist aber keiner bei mir. Oder war jemand an der Tür? Nein, die Tür war einfach nur auf. Ich habe sie vergessen zuzumachen. So. Der nächste hat Kenzo T-Shirt. Was für eine Cap, Bruder. Schuhe sind cool, Hose cool. Kenzo ist bisschen ausgerutscht, finde ich. Gibt mir so 2018 Vibes. Die Cap ist gar nicht meins. Kriegt von mir eine 4,5 von 10. Alles von Metro. Was heißt Metro? Was ist das bitte für ein Jordan-T-Shirt, Digga? Was zur... Was ist das, Bruder? Warum ist das hier weiß? Oh mein Gott, Bruder. Metro ist ein Riesenladen. Bewerte ich nicht. Das Outfit ist leider auch Arsch, Bruder. Das ist clean. Also die Air Force sind nicht clean, aber das Outfit an sich, der Gedanke war clean. Warum ist hier schwarz? Hat er darunter was an oder wurde das Trikot einfach schlecht gefaked? Warum ist das hier schwarz? Nike Air Force 100 Euro Socken, Nike 5 Euro Hose, JD 25 Euro T-Shirt, 12 Euro von Shein. Ich skippe jetzt mal ein bisschen, bis wieder was Gutes kommt. Das Outfit ist zum Beispiel clean. Hier Adidas, die Adidas Schuhe finde ich sogar, sehen fresh aus. Die Shorts erkenne ich nicht so krass, aber Digga, das Outfit overall sieht clean aus. Wisst ihr, wie ich meine? Was ist ein super Sommer-Outfit. Er sieht clean aus. Er kriegt von mir eine 6,5 von 10, aber weil es noch sehr basic ist. Hört auf mit Türchat, ich mach gleich Subchat rein. Bruder, was, wie schlecht wurde das Trikot gefaked, Bro? What the fuck? Was ist das?
Ist einfach ein T-Shirt, das ist nicht mal Trikotstoff. Italia-Trikot kann man echt nichts mit falsch machen, ne? Vor allem, wenn man braun ist. Oh mein Gott, Digga, was so. Goofy A. Diese Dior-Bag war, fand ich auch im Hype. Ist jetzt so ein bisschen raus. Sydney und so haben die tot gerockt. Nee, hatte die sogar tot gerockt. VfB Samir, Dankeschön für den Sub im 11. mein Bruder. Noch einen Monat, dann hast du den Drachen. Let's go. Und noch 4 Subs, dann haben wir die 50 Subs geknackt. Oh, Digga, wieder BWL Justus-Style, aber sieht gut aus. Graues Polo-Hemd, die Uhr passt super, cleane Hose, sieht super aus. Kriegt von mir eine 7 von 10. Ist halt auch wieder basic, ne? Warte mal, lass ich mal irgendwas finden, was so ein bisschen mehr drin hat. Diese Jungs-Kombo, Bruder, ich sag euch ehrlich, ich würde hinter euch lang gehen, nicht vor euch. Vor allem mit Freunden lieber hinter denen lang gehen, Jungs. Aber Outfits kommen schon clean, weil die ungefähr alle ähnlichen Style anhaben. Das ist aber auch basic, basic, basic. Er hat ein Video gemacht. Bruder, zeig doch noch weniger, Digga. Was soll ich damit anfangen? Wie, Digga, aus welcher Position soll ich bitte dein Outfit bewerten? Ich hätte gern die Schuhe gesehen. Sind die Creme, die Schuhe? Aber sieht gut aus, das Outfit eigentlich. Ich hätte das gern gesehen. Das ist aber so arsch gezeigt. Ist das ein Ding? Cars-Hose? Bro, ich schwöre, das ist Lightning McQueen-Nummer, oder? Ja, ne? Das T-Shirt passt halt gar nicht. Passt 0,0. Die Hose ist aber cool. Was ist das denn für eine Marke? Die Hose ist cool. Ich feiere die Hose. T-Shirt ist aber Arsch. Und Slides sagen mir jetzt nichts. Oh, Bruder, fuck, standing like that. Warum sieht das so goofy aus mit diesen Schuhen? Einer zeigt nach links, einer zeigt nach rechts. Gib mir so irgendwie so Vibes von jemandem, dessen Pausenbrot geklaut wird. Ich wollte eh nichts essen. Cortez. Who's that with the cargo in Cortez? Er macht als Lied unerreichbar an. Digga, ich will das jetzt einmal hören. Welches Lied er in der Story hatte. Okay, die Geskippten werden nicht mehr gezeigt. Aber Bruder, es war niemals das beste Fit, wenn ich geskippt habe. Ist das, was ist das für ein T-Shirt hier oben? Ist das ein Snipes-T-Shirt, Bruder? Steht da Friends? Was steht da? Die Bag ist leider tot. Weiße Schuhe passen nicht so ganz zum Auto, weil es halt komplett schwarz ist. Aber... die Cargos, also die Cargos schön. Das Outfit ist insgesamt nicht so. 4 von 10. Komplett schwarz. Schöne Schuhe, 95 auch. Die Hose sieht clean aus, das T-Shirt sieht clean aus. Boah, das ist super, super Outfit. Super Outfit. Ehrlich, Digga, ich finde es so toll. Ich würde das auch genauso rocken, wie der das da hat. No joke, Chat. Ich würde den genauso rocken. Kriegt von mir eine 9 von 10, ehrlich. Finde ich super. Er hat ehrlich Arbeiterhose reingepackt. Sein Ernst? Das ist das letzte Outfit. Ist auch super für Sommer. Ohne Spaß, Digga. Sommernacht mit ihm, Chat. Würdet ihr ja sagen? Direkt mit ihm hier am Strand, Digga. Mit Mond und so. Komm schon, ha, Bro. Komm schon, ha. Ist okay, auch Vibe. Das ist halt Creme, ist basic, deswegen. Das ist 6,5. Das war das beste Outfit am Ende. Man muss aber dazu sagen, weil das keine kurze Shorts ist, ist nicht so richtig Sommeroutfit. Man könnte es so immer anziehen. Deswegen hat gewonnen, wir hatten 8,5er von 10. Hier steht die Bewertung, seht ihr das? 8,5. Das ist schon eher ein Sommeroutfit sogar, weil es mit Trikot ist. Das hier hat, glaube ich, gewonnen, oder? Guck mal hier, Panda bei. Das ist so, alles ist Panda bei, Bro. Alles fake. Nike-Socken 20 Cent, schreibt er. Sommerfit eigentlich. Ich feiere kurze Hosen nicht so, deswegen lang. Die Hose ist ein bisschen breiter, da kommt Luft durch. Outfit kosten nur 60 Euro, Bro. Wir hatten noch eins, das 8,5 hatte, soweit ich weiß. Ne, 4,5, 6,9, 7,5, 7,5. Kurz durchgucken. 7,5, 7,5. Ah, sie hatte auch 8,5. Sie hatte auch eine 8,5. Guck mal, es geht wirklich nicht um den Preis. Ne? Das waren sehr, sehr günstige Outfits. Hier haben wir eine 9, aber er hat nicht gewonnen. Weil, ich muss sagen, dass, falls man das als Sommeroutfit auch zählen lässt, es sieht halt so ein bisschen dicker aus alles. Kann man... würde ich das hier gewinnen lassen. Wo nur 5 steht, ist bei 5,5. Okay, alright, got you. Also ich würde den hier gewinnen lassen. Okta hat gewonnen, zusammen mit dem Mädchen. Ne? Hier, das sind die Top 3. Sie, Okta und der Cortez-Hosen-Fake-Fit. Diesen Versace. Aber ich finde, man sieht auch, dass dieses Trikot fake ist. Bei der Hose hätte ich es nicht direkt erkannt. Bei dem Trikot sieht man das, weil das so schrumpelig ist irgendwie. Hätte ich mir jetzt aber denken können, wäre, dass es vielleicht von der Wäsche oder so ein bisschen kaputt gemacht wurde. Okay, ey, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Und abonniert den Drittkanal. Wenn ihr noch ein Outfit battlen sehen wollt, dann schreibt es unten in die Kommentare.